Unser Berlin heute und damals. Der Weg Berlins in der deutschen Geschichte ist verbunden mit der Entwicklung in Europa und in der Welt. Berlin wird Residenz des feudalen brandenburgischen Staates. 1658 beginnt unter Leitung des kurfürstlichen Baumeisters nach niederländischem Vorbild der Ausbau der Stadt als Festung. Berlin hat um die Mitte des 18. Jahrhunderts rund 100.000 Einwohner. Der Kapitalismus hat sich durchgesetzt. Industrie, Wissenschaft und Technik vollbringen Höchstleistungen. Die Stadt ist jetzt über 600 Jahre alt. Sie entwickelt sich zur bedeutendsten deutschen Industriestadt. Berlin ist auf einem Höhepunkt seiner Entwicklung angekommen. Aus der stillen Residenz an der Spree ist eine Weltstadt geworden. Das ist die Zeit, die manche später die goldenen 20er Jahre nennen werden. Zum zweiten Mal in diesem Jahrhundert wird Berlin Ausgangspunkt imperialistischer Aggression. Was in Jahrhunderten gewachsen ist, wird durch die Schuld des deutschen Monopolkapitals vernichtet. Am 13. August 1961 durchkreuzt die bewaffnete Arbeiterklasse der DDR die Aggressionspläne der NATO und der Bundeswehrführung. Es beginnt eine Zeit des Neubaus, der Rekonstruktion und der Modernisierung in vorher unvorstellbaren Dimensionen. Berlin begeht seinen 750. Geburtstag als Hauptstadt der Sozialistischen Deutschen Demokratischen Republik, als Stadt des Friedens.